27.12 Zustand der Dresdner Brücken überschrieben und wie wir es vor uns bei der Tagesordnung beschlossen haben, nach vorne gezogen. Herr Nitsche, bitte schön zur Einbringung. Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, ein jegliches hat seine Zeit. Das trifft leider auch für Brücken zu. Brücken verbinden, wir haben es gerade eben schon von Frau Roth gehört. Und wenn wir an die letzten Wochen bzw. Monate in unserer Stadt und die Verkehrspolitik denken, dann wissen wir, dass die Nutzung von Brücken auch zu Spaltungen führen kann. Ein großer Teil der Straßen in Deutschland befindet sich in der Baulast der Kommunen. Sie sind für den Bau, Unterhalt und für den Betrieb zuständig und sie müssen die Kosten dafür tragen. Das gilt nicht nur für die Straßen, das gilt auch für Straßenbrücken. Und genau diese Brücken befinden sich häufig in einem schlechten oder nicht ausreichenden baulichen Zustand. Deutschlandweit schätzt das Deutsche Institut für Urbanistik die Investitionsmittel, die notwendig sind, um unsere Brücken auf einen ordentlichen Stand zu bringen, auf 16 Milliarden Euro. Das wären hochgerechnet auf Dresden 112 Millionen Euro. Schon daran erkennt man, dass das sehr, sehr vorsichtig kalkuliert ist, denn die Nossner Brücke allein wird wahrscheinlich ein 324 Millionen Euro Projekt. Was soll jetzt unser Antrag daran ändern? An den Kosten nichts, aber er soll dem neuen Stadtrat und vor allen Dingen den Dresdnern Klarheit bringen, welche Kosten zu erwarten sind. Königsbrücker Straße, Brücke an der Kreuzung Magazinstraße, Blaues Wunder, Brücken über die Weißeritz, Brücke über den Roten Graben in Langebrück. Das sind nur Beispiele für Brücken, die mit einer Note von 3,5 bis 4,0, das bedeutet ungenügender Zustand, bewertet wurden. Trotz des desolaten Zustands ist an der Königsbrücker Straße zum Beispiel erstmal nichts passiert, außer dass es Beschränkungen für den Verkehr gibt. Und wie wir wissen, in der mittelfristigen Finanzplanung der Stadt, frühestens 2027, gibt es höchstwahrscheinlich einen Ersatzneubau oder einen Beginn. Der ist jetzt vorsichtig kalkuliert mit 8 Millionen Euro. Das scheint mir äußerst vorsichtig kalkuliert. Dresden hat insgesamt 239 Straßenbrücken in seiner Verantwortung. Straßenbrücken sind, und da, gerade wenn wir in den Dresdner Norden schauen, wichtige Bestandteile der kommunalen Infrastruktur. Wir Stadträte, wir können jetzt 239 Anfragen stellen, damit wir zuverlässige Daten zu jeder Brücke bekommen. Oder wir können es uns relativ einfach machen. Wir können einen Antrag beschließen, der uns über den Zustand aller Brücken informiert. Was bringt das? Belastbare Daten zu Zahl, Länge, Fläche und den Zustand unserer Straßenbrücken in unserer kommunalen Baulast. Und wenn wir dann so eine Übersicht haben, dann können die Stadträte im neuen Stadtrat im Herbst, wenn es um die Freigabe und um die Planung von Mitteln geht, darüber entscheiden, welche Brücken Prioritäten bekommen und welche nicht. Daher bitte ich um Zustimmung für unseren Antrag. Ich erspare mir jetzt allzu lange Worte, aber eines habe ich mir bis zum Schluss hier im Stadtrat aufgehoben. Zitat. Ich erinnere mich gerne an diese Zeit. Eine Zeit, die man nie vergisst. Doch ich muss mein Leben leben, meinen Weg alleine gehen. Mach's gut, du schöne Zeit. Auf Wiedersehen. Manch einer kennt das. Vielen Dank. So, jetzt ist eine Wortmeldung signalisiert. Herr Wirtz, bitte. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Stadträte, liebe Stadträte, sehr geehrter Herr Nitsche, Sie werden mir verzeihen, dass meine Fraktion also sich auch dem negativen ablehnenden Ausschussvotum anschließt, weil der Antrag ist überflüssig. Sie haben dem im Prinzip vor fast einem Jahr gestellt. Ich hatte dann im Büro zu tun, dann war Urlaub und dann habe ich irgendwann im August die Anfrage gestellt, wie denn die Brückenzustandsnoten sind. Da haben mich die Brücken in gutem Zustand in ihrem Zusammenhang, in dem Zusammenhang der ihres Antrages nicht interessiert haben, habe ich im Prinzip gefragt, Note 3 bis 3,4, also nicht ausreichender Zustand und dann im Prinzip die Note 3,5 bis 4, das ist dann sozusagen ungenügender Zustand. Das sind sozusagen die dann dringend notwendig sind und die
Anfrage ist dann beantwortet worden in tabellarischer Form. Man kann das auch für alle machen, dann kriegt man die ganzen Tabellen, die Zustandsnoten, die liegen in der Verwaltung vor. Aber die Antwort, die Sie mit diesem Antrag haben wollen, die gibt es längst. Die liegt öffentlich für alle sichtbar unter der Anfrage 34, 35, 23, das kann man sich so gut merken, liegt die auf dem Server. Also die Antwort haben Sie jetzt seit fast einem Jahr, seit einem Dreivierteljahr. Überraschung hat es nicht gegeben. Die einzige Brücke, die wir nicht wussten, das ist noch die in der Fabriesstraße gewesen, wo es noch im Prinzip eine schlechte Note gab. Da ist auch schon eine Sanierung geplant. Die Brücke ist insofern kritisch, weil sie über die S-Bahn geht und weil dort auch die Feuerwache, die dort ist, im Prinzip ein Stück weit abgeschnitten ist. Ansonsten erstaunlich viele Fuß- und Radwegbrücken. Und den Antrag werden Sie in Ihrer restlichen Amtszeit hier nicht mehr erleben, also wie da beantwortet wird, das kriegen Sie dann wahrscheinlich durch Ihre Fraktionskollegen mit, aber stellen Sie doch einfach mal meine Anfrage nochmal und dann kriegen Sie sogar in Ihrer Zeit noch in 4 Wochen, wenn die Verwaltung nicht wieder irgendwie die Fristen nicht einhält, kriegen Sie eine Antwort und sparen uns viel Schreibarbeit in der Verwaltung und können uns da alles erfragen, was Sie wollen, hätten Sie schon eher vor einem Jahr machen können und hätten mit der Antwort schon arbeiten können, auch mit meiner Arbeit hätten Sie schon antworten können. Vielen Dank. So, weitere Wortmeldung liegt mir nicht vor. Dann nochmal für die Verwaltung Herr Kühn. Ja, meine Damen und Herren Stadträte, der neue Stadtrat wird im Herbst einen Straßenzustandsbericht bekommen, den wir alle 5 Jahre fertigen. Und dort wird auch zu dem Zustand der Dresdner Brücken ausführlich unterrichtet, ergänzend zu den Informationen, auf die Herr Wirtz schon Bezug genommen hat. Wir haben in den letzten Jahren sehr viel in die Brücken investiert, gerade über die Elbe. Wir bauen ja ab Januar auch den Brückenzug C, beispielsweise der Carola-Brücke, vorher Augustusbrücke, Albertbrücke. Und ich gehe auch davon aus, mit Blick auf diesen dauernden Vergabestreit, dass wir 2025 auch wieder beim Blauen Wunder weitermachen können. Die Brücke Fabriesstraße ist für 2026 vorgesehen. In der Tat, die Bedeutung ist hingewiesen worden und die Brücke über die Königsbrücker Straße im Zuge der Eisenbahn für 2027, Kostenpunkt schätzungsweise 16,7 Millionen. Und das wird, denke ich, mit Blick auch auf die Haushaltsrahmenbedingungen eine Herausforderung sein, diese wichtigen Brücken im Netz. Die Fabriesstraße ist ja mit der Magazinstraße dann auch die Umleitungsstrecke für die Brücke über die Eisenbahn bei der Königsbrücker Straße unterzubringen. Also wir investieren in die Brücken, werden das auch weiter tun und insofern wird es dann gemeinsam der Verantwortung des Stadtrats liegen, hier auch die notwendigen investiven Mittel im Haushalt einzuordnen. Der Bedarf ist offenkundig. So, dann kommen wir zur Abstimmung über den federführenden Ausschussbericht. Der ist ablehnend. Also wer dem ablehnenden federführenden Ausschussbericht folgen möchte, müsste jetzt zustimmen. Ja-Stimmen, 27 Nein-Stimmen und keine Enthaltung. Damit ist der ablehnende federführende Ausschussbericht angenommen worden. Das führt uns zur 27.